Grüße. Darf ich vorstellen? Das Jahr 2021. Und jeder kann sehen, Hochwasser und so weiter und so fort. Ich begrüße alle bei TikTok und ich begrüße die große Familie auch bei YouTube. Und ja, heute mache ich mal einen Bericht über Erinnerungen. Am 19.07.1966 hatten wir die größte Sturzflut aller Zeiten. Lippe und wie die alle heißen, waren übergelaufen. Es war so schlimm, dass Helikopter kommen mussten, um die Menschen von den Dächern zu holen. Es war wirklich ein verdammt hartes Wetter. 1966. 1969/70 hatten wir eine Wahnsinnspandemie, wo wirklich tatsächlich an dieser Grippe 50 Millionen Menschen gestorben waren. Weit davor, im Jahre 1956, war in Korea ein Krieg ausgebrochen. Und kurz davor waren Atombomben gefallen. Okinawa und Hiroshima. Jetzt machen wir wieder einen Sprung in die 60er, 68, 69, wie gesagt, Pandemie. Ja, und dann kam das Jahr 78, da war auch was, aber nicht so schlimm. Also 78, 79 über Weihnachten, über Neujahr, über Silvester, vor allen Dingen Silvester, kam der Schnee. Und der kam gewaltig. Und im Jahr 79 hatten wir dann bis zu 3 Meter Schnee durch Verwehungen. Manch Auto musste man suchen. Man musste überlegen, ja, wo ist denn mein Auto? So manch einer hat ein Auto freigeschaufelt, was gar nicht sein Auto war. Tja, was stelle ich heute fest? In diesem Video stelle ich fest, nicht nur, dass wir Unwetter haben. Alles, was passiert, ist nicht lustig. Und ich mache solche Videos an sich ungern. Aber wenn man die Wahrheit sieht, wenn man jetzt das sieht, TikTok und was man da so sieht, wie die Leute abgehen, jeder hat heute die Möglichkeit, es zu zeigen. So, wir hatten die Möglichkeit damals nicht. Wir hatten zwar Polaroid, ich müsste die raussuchen. Wir haben halt noch fotografiert und so weiter. So, in den 60, 70ern war das alles nicht so ausgereift wie heute. So, im Jahre 2066, im Jahre 2079 mag vielleicht alles anders sein. Weil dann sind über 100 Jahre geflossen und ja, dann ist das halt so. Jetzt sind wir halt im Ausfluss von 100 Jahre, im Jahre 1918 bis 21, 22. So. Was uns im Jahre 2033 bis 45 passieren wird oder 49, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass wir jetzt ein Unwetter hatten und dass bei TikTok alles zu sehen war. Bei YouTube war es verboten worden, wurde sofort weggemacht. Es wurde nur gezeigt, das Wasser, also wie gesagt, das Wasser, die Fahrt und so. Ich habe hier halt den Ton weggelassen. Kann sein, wir saßen im Auto und haben zufälligerweise Musik gehört. Kann sein, dass diese Musik urheberrechtlich so dermaßen geschützt war. Das war nämlich Musik aus den 80ern. Ja, deswegen komme ich da drauf. Der 19.07.1966. Dazu dann noch der November. Ich habe so viele Kellerräume mitgeholfen, leer zu pumpen, auch als Jugendlicher und als Jugendlicher ab 10 Jahre aufwärts. Ja. Ich habe mit 15 in den 70ern an der Ostsee Unwetter erlebt, die knallhart waren und danach sofort bis zu 45 Grad im Schatten. Das war in den 70ern. So, dieses Video mache ich jetzt für all die, die jetzt so Szenarien fahren, weil sie verdammt jung sind oder auf diese Szenarien abfahren. Wichtig ist, dass jedes Jahr irgendetwas ist. Am 20.03.
2020 wurde die Pandemie ausgerufen, die wurde auch gnadenlos durchgezogen. Wer jetzt das Unwetter gesehen und wer jetzt die Politiker gesehen, keiner trug Mund- und Nasenschutz, sie saßen alle eng an eng und Herr Laschek machte sogar Witze und war spaßig unterwegs, dass der WDR ihn eingeladen und ziemlich grob mit ihm umgegangen war. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also, diese Videos, die ich jetzt hier machen werde, auch bei TikTok Live Schaltungen, werde ich euch schon zeigen, die Wahrheit, nicht dass die Wahrheit. Ich arbeite also daran. Ich arbeite daran, tolle Videos zu machen, herzustellen. Ich habe ja mit vielen zu tun. Dr. Depp, Zahnarzt, vierte Generation, dann ein Anwalt, der halt auch ausbildet, weiterbildet. Diese Videos darf ich nicht zeigen, weil es Auftragsvideos sind. Alle Videos darf ich nicht zeigen, weil es Auftragsvideos sind. Auch eure Videos dürfte ich nicht zeigen, weil es Auftragsvideos sind. Das, was ihr jetzt da seht und mich, das bin ich. So, ich mache es beruflich und Hobby. Hobby und Beruf ist ein und dasselbe. Nur es ist mir halt aufgefallen, durch die Intensivität bei TikTok, das kriegen wir jetzt auch mit. Ich werde jetzt bei TikTok live reingehen. Ihr seht, das Teil ist aus. Und mal sehen, was wir zuerst sehen werden. Gar nicht. Aber diesmal Glück. Okay, wenn er betrunken nach Hause kommt, das war jetzt zum Beitrag. Ich wollte jetzt heute keinen TikTok zeigen und wollte jetzt auch nicht über TikTok sprechen, sondern ich wollte über das Wetter reden, das wir haben. Also noch einmal, in 66 war das so schlimm, wirklich, es war so schlimm, dass Hubschrauber kamen. So. Dann 69-70 kam eine Pandemie, die 50 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. So, dann kam dieser Hammerwinter 78-79, der so krass war. Ich weiß gar nicht die Tendenzen, ich weiß auch gar nicht, was geschehen. Ich weiß nur einfach, ich musste da durch. Ich musste durch jedes Wetter durch, egal was auch geschah. Ja, auch 66 musste ich durch das Wetter durch. Wir hatten hier kein Hochwasser, weil wir haben ja hier nur die Ruhr. Aber unten Kettwig und so weiter und Werden hatte schon zu kämpfen. So wie jetzt auch. Mülheim an der Ruhr auch. So, da unten war natürlich was los und ich bin auch betroffener gewesen, weil meine Großeltern dort gelebt haben und mein Onkel und so weiter. So, ich bin sehr oft betroffen gewesen, auch an der Ostsee war ich betroffen, bei 45 Grad im Schatten, bei 45 Grad wirklich tatsächlich in der Sonne, also es war am Kochen. Und wenn man zeltet und in einem Wohnwagen, dann dürft ihr mir glauben, da war es noch wärmer. Also war man irgendwie draußen. So, man hat sich abgekühlt und so weiter. Und wenn dann es plötzlich kracht, aber sowas von kracht und ein Regen, und wenn ein Regen kommt, der so hammerhart ist, dass man nicht mehr lachen kann, kann man nur sagen, jetzt nach so vielen Jahren an Erinnerung, 66, 69, 70, 78, 79, also diese Zeitspanne von 60 bis 80, ja? In diesen 20 Jahren der Jugend so viel erlebt, dass man heute nicht mehr so krass reagiert, wie ihr jetzt reagiert, denn ihr seid ja jetzt im selben Modus. Ihr seid ja jetzt diejenigen von 10 bis 20 oder von 20 bis 40. Ja? Und ihr seid jetzt TikToker. Ich steige nochmal ein. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich mache das alles extra. Und der, oh ja, da habe ich sogar... Also da ist wieder einer, der immer... Okay, TikTok soll Frohsinn machen, TikTok soll Spaß machen und wenn man das hier als Beruf und Hobby, Hobby und Beruf ein und dasselbe macht und mit vielen Aufträgen konfrontiert ist, etwas aufzuzeichnen, dass man sieht, hört und dabei ist, aber nicht sagen darf. Ich darf es nicht sagen und ich tue es auch nicht.
Ich habe so viel erlebt in den 40 Jahren Beruf und Hobby, dass ich ja jetzt zum Schluss euch allen präsent und mir was ausdenke, um für euch präsent zu sein. Ja, es geht halt in die nächste Dekade, es geht aufs Ende zu, und wenn man aufs Ende zugeht, soll man jede Sekunde, jede Minute, man soll alles mitnehmen, was man noch so finden kann. So, meiner war bei Dr. Dead. Ich hatte eine kleine Zahn-OP bekommen und fand ich alles nicht so lustig, ich musste den ganzen Tag ausruhen. Und abends habe ich dann doch die Filmarbeiten gemacht, bin dann doch on Tour, und wie das Blut kam, habe ich gesagt, ey, ich muss doch nach Hause, irgendwie geht die Wunde auf. Ja, und dann habe ich natürlich den Samstag, den Sonntag halt nochmal genutzt, um die Heilung fortzufahren. In einer Woche geht es weiter. Ja, so ist es nun mal. Also bedenkt allem, was wir erleben. Wir erleben es intensiver, jetzt, digital. Was wir analog alles erlebt haben, nicht nur den Vietnamkrieg, die Peace and War Geschichte, die LSD-Geschichte damals, Woodstock, ja, auch 66, ja. Das, wie gesagt, das Unwetter, das hammerharte Unwetter, wo Helikopter kamen und Rettungen machten. Und dann nochmal im November, auch nochmal. Also es war in den 60ern genauso wie jetzt. So. Und nur jetzt wird alles irgendwie, keine Ahnung, warum. Also damals haben wir die Szenarien des Unwetters also nicht genutzt, um da irgendwelche Sachen, auch die Pandemie, haben wir nicht hochgeschaukelt. Gut, es war analog. Um etwas hochzuschaukeln, hätte man jeden ansprechen müssen, was heute nicht der Fall ist. Heute machen wir Videos, Videoclips. Wir sind TikToker, Snapchatter, Facebooker, WhatsApper. Und schwuppdiwupp kriegen das ganz viele mit. Ganz viele dürfen jetzt meine Aussage lauschen und viele dürfen oder machen es, hauen drauf und was weiß ich nicht. Also kriege ich ja hier mit. Ich hatte gerade bei TikTok jemanden gesehen, der wunderschöne Pferde hat. Und auch Zwerg. Und dann kam sofort einer, ich bin Tierschlechter. Kannst du die mir geben? Ich schlachte gerne Pferde. Ich meine, diese Niedertracht gibt es leider auch. Du bist da auch zurück. Ne? Ah, siehst du, Jofel heißt gut. Ich konnte mich so ein bisschen daran erinnern, schon lange her. Nettes, nette Münsteraner Leute mal gekannt. Und die kamen mit dem Ausdruck dann um die Ecke. Nicole, hallo, grüß dich. Und ich konnte da erst gar nichts mit anfangen. So. So, ich werde jetzt vor laufender Kamera nicht grüßen. Ich werde auch nicht sagen, wer das war. Wir sind halt Live-Chatter. Wir sind Live-Produktion. Und wir sinnen darüber, was haben wir gerade mit unserer Kamera erlebt? Was haben wir gesehen? Ich habe Kyrill erlebt. Ja, ich hatte einen wunderschönen Wald auf meiner Seite, wo ich gerne, wirklich sehr gerne spazieren war. Dann war ich halt in meiner Welt und das Funknetz funktionierte nicht. Und so weiter. Sobald ich rauskam, das Funknetz ging wieder los, da hörte das Telefon nicht auf und es ging richtig ab. Es ging richtig ab. Okay, so, jetzt gibt es keinen Wald mehr. Man hat Sicht auf Waldsicht im Sauerland. So, jetzt lebe ich aber hier und hier gibt es keinen Wald, jedenfalls nicht hier, sondern ich müsste die Straße hoch, dann bin ich im Wald. Ein kleiner Wald, Mini-Wald, heißt an sich Mühlbachtal. Das Mühlbachtal endet bei der Gruger. Und man kann also in einem grünen, man hat auch ein Jahrhundertwasserhaus, heißt aber McDonald's Haus, ist genauso bunt wie das Jahrhundertwasserhaus. Ja, ich erlebe viel Positives und ernte aber auch sehr viel Negatives. Und weil ich so viel Negatives ernte, kommt so viel Positivität raus. Also ich habe jetzt Unwetter miterlebt, ich habe es gesehen, jetzt, und habe die Rückschlüsse gezogen, 66 bis 76 und noch höher, 86, also von 66 bis 86, was da alles so los war. Ja? Wir haben sehr viel Hammerwetter gehabt, auch wir hatten Hagel und auch wir hatten wirklich Stürme und so weiter. Aber 66, diese Sturzflut, wo Helikopter Sikorsky die große Maschine ein vom Dach holte,
Also so etwas kann man nicht vergessen, das geht gar nicht. So. Und ich werde niemals in Abrede stellen dessen, was jetzt im Jahre 2020 Pandemie, 21 Pandemie plus Unwetter im Sauerland, in diesem Landkreisen bis oben Österreich, sogar in der Schweiz hat es gerumst. Ja, ist so. Und ja, die Politiker damals waren etwas ruhiger, besonder. Man sah ja auch halt nur die Tagesschau und nicht das von heute. So dass der Armin Laschet da in Düsseldorf ausgerastet, Blödsinn gemacht und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht stand er unter Drogen, ich weiß es nicht. Ne? Weil mittlerweile haben die Politiker Hochkonjunktur mit ihrer Pandemie, Inzidenzen und jetzt Hochwasser und so weiter und so fort. Gut, ich habe jetzt kein Video gemacht für die Betroffenen. Die Betroffenen, hallo, die haben Mitgefühl ohne Ende. Und wenn ich könnte, würde ich es tun, aber ich kann ja leider nicht. Ich bin raus. Mit 20% Herz geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr schuften wie ein Weltmeister. Wie gesagt, die Zahnoperation, 4 Zähne auf einen Schlag entfernt und dann alles zunähen, das ist halt nicht so einfach. So, gut, ich lasse mich halt erneuern, auf Deutsch gesagt, weil ich es gerne möchte. Ich möchte also ein bisschen mehr Ruhe haben. So, Ruhe habe ich wohl nie. Ich will hoffen, dass ich Rentner werde. Ja, da hoffe ich auch drauf. Ich habe noch ein paar Jahre. Also ich habe noch ein paar Jahre, um Rentner zu werden. Und ich habe noch ein paar Jahre, Videoclips zu machen. Und ich habe noch ein paar Jahre in der Welt der Medien. Ja. Und ich hoffe, ich kann noch viele Fotos und noch viele Filme machen. Und ja, ich hoffe zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich auch gute Restfreunde im restlichen Leben finden werde. Weil meine besten Freunde sind leider alle verstorben und leider zu früh. So, die hätten euch das sicherlich gerne bestätigt, was ich jetzt gesagt habe. Tja, ist so. Also das Schicksal haut schon mal zu. Na, das haut schon mal zu und nehmt euch das Wichtigste im Leben, ob nun durch Pandemie, durch Natürlichkeit oder durch Hochwasser, es nimmt euch etwas weg. Und ich hoffe, ihr bekommt alle etwas Neues. Und wer am Rhein sich niederlässt und dort mal speist, isst, sieht in manchen Restaurationen die Hochwasserpegel an der Wand, die Jahreszahl. Und deswegen komme ich, weil ich selbst betroffen, auf den 19.07.1966. So ist das. So, 66, wie gesagt, hat man dann auch Woodstock. Wer sich daran erinnert, die Schallplatten habe ich auch noch. Ja, das war so. Okay, das war mein Videoclip über Unwetter. Ich hoffe, ihr konntet das Video sehen, weil das reine Unwetter, wo ich wirklich live bei war, das durfte ich nicht zeigen. Hat mir YouTube halt verboten. Wieso, weshalb, warum, weiß ich nicht. Ja? Ich war also live mit der Kamera unterwegs und habe aufgezeichnet. Vielleicht passte das YouTube nicht, dass ich die Wahrheit aufnehme, wie das Wetter wirklich tatsächlich war. Ja, okay, bei TikTok könnt ihr es sehen, wer sich dafür interessiert. Und ich freue mich auch, wenn ihr bei TikTok das Kreuzchen wegmacht. Und es freut mich auch, wenn ihr bei TikTok live schaltet. So, an live muss ich mich gewöhnen, weil ich gehöre in die Welt der Medien, aufzeichnen, arbeiten, die Aufzeichnung generieren, daraus was machen. Und bei live kann man nicht, bei live kann man nur zuschalten. Ja, und dann kann man da irgendwie was machen. Ja, und ich hoffe, dass ich im Jahre 2022, weil mein Stichtag ist der 2.2.22, der zweite Stichtag ist der 22.2.22. So, den 3.3.33 werde ich wohl nicht erleben. Und wenn, bin ich dann so alt, da frage ich mich, ob ich das erleben möchte. Okay, ich bedanke mich total und recht herzlich fürs Zuschauen, für das Kreuzchen wegmachen, dass wir uns bei TikTok erleben, Snapchat, WhatsApp and so on. Ja, und natürlich hier bei YouTube, das ist klar. So, Dankeschön. Ja, einfach nur Dankeschön. Ihr seid spitze, ihr macht tolle Videos. Wirklich, ihr macht tolle Sachen. Nur fällt mir halt
auf, so jetzt, wenn Pandemie, die wir schon mal hatten, dann Unwetter, was wir schon mal hatten, also all das, was wir schon hatten, wirklich tatsächlich hatten, in einem krassen, wirklich in einem totalen krassen Zustand hatten wir das. Und jetzt in etwas abgespeckter Form, halt durch TikTok etwas aggressiver, weil man es aus verschiedenen Perspektiven sehen konnte, empfinden wir das natürlich viel, viel schlimmer wie damals. Nur damals war es so schlimm, dass Helikopter uns von den Dächern geholt hat. So hoch war das Wasser. Ja? Nannte sich das Jahrhundert-Hochwasser. Wer sich daran erinnert, kam besonders in Hamburg. Lübeck. Ja? Da war das so krass, krasser ging es gar nicht. So, und am Rhein. Noch einmal, am Rhein. Wer sich wirklich die Zeit nimmt, in einem Restaurant die Wand sieht, auf den Wänden steht, wo das Hochwasser und wann das Hochwasser. Ja? Also vergesst es nicht. Das, was jetzt war, im Jahre 2021, war nichts dagegen, was von 1966 bis 1986 war. In diesen 20 Jahren, 66, 86, ist hier so viel passiert. Ja? Wir hatten Ölembargo, wir hatten die Schweinebucht, ja? Kennedy-Ermordung und was weiß ich nicht, die Mondlandung und so weiter. Also von 66 bis 86 hatten wir wirklich tatsächlich, und ab 86 bis 2006 haben wir halt die Welt der Computer. So. Und ihr könnt selber mal recherchieren. Dafür gibt es Google. Nehmt Google zur Hand und ja, nehmt Google zur Hand und dann merkt ihr, was abgeht, was los ist. Okay? Nicht nur Unwetter, ja, sondern alles. Alles Mögliche. Okay? So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr macht das bloß weg bei TikTok und ich hoffe, wir gehen live online. Ich kann euch viele Dreharbeiten sicherlich zeigen, es ist momentan richtig was los. Bei der Operation, gut, bei der Operation hätte ich zeigen können, wie er arbeitet, und mich als Versuchskaninchen hätte ich das dann auf den Weg bringen können. Aber ich weiß nicht, nicht jeder mag Operationsbilder oder Operationsvideos, nicht jeder. Und deswegen habe ich es sein lassen, okay?